So, wir wollen weiter durch die Nebula. Wie ihr sehen könnt, alle, die hier diesen blauen Kreis drumherum haben, sind innerhalb des Nebels. Und wenn wir da hinspringen, können die Rebellen nur einen kleinen Schritt vorwärts gehen. Also alle Sprungpunkte bis auf der da unten. Das heißt, wir klappern jetzt nach und nach alle ab. Wo fliege ich denn mal lang? Ich denke mal, wenn wir dahin gehen, können wir danach dahin gehen und von da aus dann nicht weiter, sondern nur hier zurück. Hier unten könnten wir da. Dann eventuell darüber. Aber das weiß ich nicht. Probieren wir es aber mal. Oh, ein Schwarzmarkthändler. Wir könnten jetzt für 65 Scrap irgendeine Waffe kaufen. Wobei es dann wirklich zufällig ist und das kann echter Mist sein. Oder wir könnten das Schiff einfach angreifen. Klingt irgendwie besser. Danach nehmen wir die Waffe einfach weg. Nee, ich denke mal, die Waffe wird kaputt sein. Entscheidung, Entscheidung. Ich glaube, ich greife erstmal an. So, und der hat ein grünes Schild. Das heißt, soweit ich das mitbekommen habe, dass da keine Rakete durchkommt. Wir müssen also erstmal das Grüne weghauen. Dann wird es irgendwann ein normales Schild und dann können wir. Oh, oh, ouch. Und wenn es dann ein normales Schild ist, dann können wir die Rakete reinschießen. So, daneben. Autsch, der ist ja echt übel, der Typ. Schaffte eine Mantis das. Du kannst nur zur Hälfte der Zeit, also kannst nur halb so schnell reparieren. Feuer löschen dauert auch ewig, wenn man das alleine macht. Also ziehen wir mal jemanden von wo ab? Wenn wir den Piloten abziehen, haben wir keinen Ausweichwert mehr. Wenn wir das Schildsystem abziehen, haben wir halt weniger Schild-Recharge-Zeit. Oder mehr, besser gesagt. Waffensystem halt schlechter treffen. Ich glaube, ich ziehe die Schilde ab. Denn wir haben noch genug Hülle. Und die Recharge-Zeit ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist eigentlich, wie viele Punkte wir haben. Also den einen. Also du lass mal dahin. So. So, das grüne Schild ist weg. Rakete auf die Waffensysteme. Damit sie uns nicht mehr weiter beschießen. Au, 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 au. Da ist jemand im roten Bereich. Du musst eventuell gleich raus. Ja, piep, 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 piep. Du musst da weg. Und du hilfst da jetzt auch mal mit. Oh, ich hatte Autofeuer noch an. Mist. Und genau das meinte ich. Jetzt haben wir eine Rakete verschwendet. Aber gut. Raketen schießen wir keine mehr. Wir schießen jetzt mit den normalen Burst Laser wieder auf die Schilde, damit er sich nicht erholen kann. Und er ruht sich in der Krankenstation aus. Er kriegt auch ganz gut Schaden inzwischen, aber das Feuer ist gleich weg. Danach sollten wir gucken, ob hier auch noch irgendwo ein Feuer ist. Nee. Und das Schiff ist zerstört. Sehr schön. Ein Treibstoff, eine Drohne, 22 Scrap. Aber schon zackenhärter, als das wir sonst so kennen. Primär wegen halt dem grünen Schild. So, nirgendwo ein Feuer? Nee. Okay, dann geh du auch nochmal in die Krankenstation. Johnson geht zurück zu den Triebwerken und du gehst auch zur Krankenstation. Du warst Waffen. Du warst Schilde, auch wenn du noch nicht besonders viele Erfahrungspunkte gemacht hast. 7 Punkte von 55 ist irgendwie nicht sehr viel. Aber na gut. Du kannst dahin zurück. Und der Mantis schafft es ganz langsam, das Triebwerk zu reparieren. Das sieht man hier unten. Und fertig. So. Sind wir auch sonst fertig? Wir haben 110 Scrap. Wir könnten also jetzt das mit den Schilden machen. Das hier zweimal erhöhen, was 50 Punkte wären. Und das hier zweimal erhöhen, was nochmal 50 Punkte wären. Es wird immer teurer. Aber dann hätten wir kein Scrap mehr, um eventuell eine Waffe zu kaufen. Und ich hätte schon ganz gerne eine Waffe, eine neue. Aber was nützt uns eine Waffe, wenn wir zerschossen werden? Also erstmal zack, zack, zweimal Schilde, zweimal Energie. Und jetzt haben wir hier zwei Schildpunkte, was schon sehr viel ausmacht. So, springen. Wir wollen dahin springen. Und oh, wir haben hier eine richtig gute Reichweite. Wir werden da unten auf jeden Fall wegkommen. Sehr schön. Aber erstmal dahin. Ein Piratenschiff trifft kurz nach uns ein.
Aus der Tatsache schließend, dass sie uns nicht angreifen und ausweichen wollen, wird es wohl ein Schmuggler sein. Den greifen wir doch mal gleich an. Er hat wieder ein grünes Schild, das ist doof. Aber wir haben jetzt ja auch zwei Schildpunkte, also müssten wir gegen seine Waffen eigentlich gegen ankommen. So dürfte uns gar nicht erst treffen können. Mal gucken wir mal. So, grünes Schild hält immer noch. Unser Schild regeneriert sich, sehr gut. Und ey, was hat der denn da reingeworfen? Der hat eine Bombe bei uns rein teleportiert. Du, guck mal nach. Ja, komisch. Also es sah so aus wegen diesem blauen Licht, dass das irgendeine EMP-Waffe war. Aber dann hätte er es eigentlich in einen Raum mit einem System reinwerfen sollen. Also Triebwerk, Waffen, Schild oder dergleichen. Hm. Na gut, dann schieß man bitte auf das Waffensystem. So, Schild ist weg. Also das grüne Schild. Rakete auf das Schildsystem. Ja, ist nur orange. Da schießen wir mit dem Burstlaser gleich mal hinterher. Nee, komm. Waffen müssen weg. Wir wollen nicht abgeschossen werden. Oh, sie wollen nicht kämpfen, sie versuchen zu fliehen. Und jetzt geben sie schon auf, weil der nächste Treffer eingeschlagen ist. Wir würden bekommen 2 Treibstoff, 1 Rakete, 18 Scrap. Nö. Keine Gnade für Piraten, wir schießen auf dem Antrieb. Komm, 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 komm. Wir wollen nicht, dass sie fliehen. Piu, piu, piu. Ja, sehr schön. Und wir bekommen 22 Scrap und einen neuen Laser. Perfekt. Besser hätte es gar nicht laufen können. Den gucken wir uns auch gleich mal an. Der Haken ist nur, wir brauchen dafür unsere Waffenkontrollsysteme um 2 Punkte höher, nehme ich an. Und dann noch die Energie dafür. Also, ein Hull-Smasher-Laser benötigt 3 Power. Das ist eine Menge. Der Burst-Laser braucht nur 2, der Raketenwerfer nur 1. Also könnte ich beide deaktivieren, um den zu aktivieren. Hat eine Charge-Time von 15 Sekunden. Das ist langsamer als der Burst-Laser. Schießt 3-mal, verursacht 1 Schaden. Also genau wie der Burst-Laser auch. Dafür hat er hier eine Breach-Chance. Also er kann durch ein Schild durchschießen, eventuell. Und wenn man auf Räume schießt, die kein System drin haben, also kein Waffensystem, kein Antrieb und so weiter, verursacht er doppelt so viel Schaden auf die Hülle. Also man kann damit recht schnell Schiffe ausschalten. Das ist aber eigentlich nicht so meine Art zu kämpfen. Meine Art zu kämpfen ist eigentlich, deren Systeme ausschalten und sie dann nach und nach runter zu prügeln. Aber ja, so oder so schön einen zweiten Laser zu haben, auch wenn wir dafür momentan noch nicht die Scrap haben, um das auszubauen. Fertig. Springen. Immer noch keine Rebellen. Dann gehen wir nochmal da hin. Ihr kommt in den Nebel an und bekommt sofort eine Nachricht aus unbekannter Quelle. Bereitet euch vor, gebordet zu werden. So, jetzt haben wir irgendwo Intruder. Ich schicke mal wieder alle in einen Raum. Damit wir zusammen eine Front bilden können. Und da sind auch schon die richtigen. So, es sind nur 3 Gegner. Wir sind zu viert und wir haben eine Heuschrecke, also einen Mantis. Der doppelt so viel Schaden verursacht. Dürfte also kein Problem sein. Jo, sehr gut. Alle in die Krankenstation. Und das war's dann auch schon. Ich gucke nochmal ganz kurz nach, ob irgendwo noch ein anderer ist. Aber nee. Schade. Also wir haben jetzt nichts gewonnen, nichts verloren. Weil das Schiff, wo immer die hergekommen sind, können wir nicht sehen. Also auch nicht angreifen. Gut. Markel zurück zum Pilotensitz, du zurück zu den Schilden, Hutz zurück zu den Waffen und Johnson zurück zum Antrieb. Alles soweit okay? Jo, Sprung. Und da sieht man die ersten Ausläufer der Rebellen. Also ihr seht schon, was für einen riesigen Unterschied das macht, ob man im Nebel ist oder in so einem normalen Sektor. Und wir wollen wohin? Ich spring mal dahin, da können wir das auch noch mitnehmen. Also meine Flugroute ist jetzt so. So. Im Idealfall. Den könnten wir sehr viele Sektoren mitnehmen. Aber gucken wir gleich mal. Erstmal dahin. Oh. Also es gibt die Rocks. Das ist eine Rasse aus steinähnlichen Wesen. Die haben hier einen Transporter, der anscheinend seine Orientierung verloren hat.
Was für immer eine Lebensform ihr auch sein möget, wir finden euch abstoßend. Wir suchen keine Hilfe, lasst uns in Ruhe. Wir könnten ihn jetzt in Ruhe lassen, aber wir haben noch sehr viel Hülle. Oh. Wir sind aber gerade in einem Ionensturm, das sieht man hier dran. Das heißt, wir haben wesentlich weniger Energie. Das heißt, wir können unsere Waffen gar nicht alle zu Ende hochfahren. Er aber auch nicht. Also wenn der Ionensturm nicht wäre, würde ich auf jeden Fall angreifen. Weil es einfach eine Chance ist, Scrap zu bekommen. Und selbst wenn es kein wirklicher Feind ist, hilft es uns auf unserer Jagd. Oder auf unserer Flucht, besser gesagt. Ich glaube, wir versuchen es trotzdem. Ich werde dann 2 Punkte von den Antrieben wegnehmen und eine von der Krankenstation. Und obwohl die 2 vom Antrieb reichen eigentlich schon. Die Krankenstation brauchen wir aber nicht. Also ich nehme 1 Punkt von den Antrieben weg, 1 Punkt von der Krankenstation und aktiviere dadurch die Burst Laser. So. Und wir haben gar keine Schilde, fällt mir gerade auf. Das ist nicht gut. Okay, anders. Wir aktivieren die Schilde. Jedenfalls 1 Punkt. Und deaktivieren die Krankenstation, deaktivieren den Raketenwerfer, aktivieren den Burst Laser. Okay, er hat nur einen Schildpunkt. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall mit dem Burst Laser durch und schießen dann auf was? Auf die Waffen, weil wir haben nur einen Schildpunkt. So, Schild ist auch aktiv, sehr schön. Hoffen wir, dass er nicht mit beiden Waffen schießen kann. Aber er müsste eigentlich die gleichen Probleme haben wie wir auch. Er kann mit beiden Waffen schießen. Jetzt nicht mehr. Sehr schön. Burst Laser ist wieder aktiv. Am Hochladen meine ich. Wir schießen auf Sauerstoff. So, und jetzt machen wir gar nichts. Jetzt warten wir so lange ab, bis er seine Waffensysteme repariert. Das ging zu schnell. Okay, komm. Waffensysteme deaktivieren. So. Ja, wir haben immer noch die Hoffnung, dass sie irgendwann ersticken. Und ja, das, oh, da brennt ja was. Du. Laufen wir zur Krankenstation. Und ihr bleibt doch, wo ihr seid. Stattdessen machen wir hier die Luken auf. So. Oh, da ist auch Feuer. Genau das meine ich. Man sieht nicht, wo das Feuer ist. So, Antrieb ist kaputt. Das ist nicht gut. Aber es müssten wir auch nicht mehr brauchen. Wir schießen einfach wieder auf die Waffensysteme. Und der ist eh gleich kaputt. Ja, bei dem werden wir es nicht schaffen können mit dem Ersticken. So, und die Tür machen wir auch noch auf. Er ist kaputt. Und du gehst mal nachgucken, wie es da aussieht. So, da ist auch ein Feuer. Das löscht du bitte, zusammen mit ihm. Und ich denke, wir können die Türen jetzt alle wieder zumachen. So, guck bitte mal nach. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Aber die Räume sind rot, also haben noch keinen Sauerstoff. Das können wir ändern. So. Alles wieder gut. Wir deaktivieren den Burst Laser, aktivieren die Krankenstation. Und heilen die alle mal. Aber ja, alles in allem war es ein guter Tausch. War zwar ein wenig hektisch wegen dem Feuer, aber wir haben jede Menge Scrap bekommen. Wir haben nur 1-2 Hüllschaden bekommen. Und unsere Leute haben Erfahrungspunkte bekommen. Was mit so am wichtigsten ist, neben dem Scrap. So, und der Mantis würde es lange da brauchen, also hilft er auch noch mit. Und du gehst schon zu den Schilden. So. Ja, wir können die Sachen jetzt zwar nach und nach hochfahren, aber wir können nicht alle Punkte setzen, weil wir noch im Ionensturm sind. Das heißt, sobald wir gleich zum nächsten Sprungpunkt gesprungen sind, werden wir da sofort Pause drücken müssen und die ganzen Punkte neu verteilen. Und Waffensystem aktivieren. So, du bist auch fertig repariert. Das heißt, du gehst zurück zu ihren Waffen. Wir machen alle Türen zu. Wir machen alle Türen zu. Und springen weiter. Da ist ein Geschäft. Wir haben aber nicht genug Scrap, also springen wir erstmal dahin, dann dahin, dann dahin. Schon hat sich meine Route von vorhin vollkommen geändert, aber ja. Wir springen in einen ruhigeren Part des Nebels, aber trotzdem ist hier ein Rebel Scout, der auf uns wartet. Na gut, dann Pause.
Wir hätten gerne den Burst Laser aktiv. Wir hätten gerne den Raketenwerfer aktiv. Wir hätten gerne die Schilde noch aktiv und alles da rein. Also alles. Dann hätten wir gerne die Rakete auf die Schilde und den Burst Laser auf die Waffen. So, gucken wir, ob das vom Timing her passt. Schild weg. Waffen nicht ganz weg und wird gerade repariert. Okay. Nächste Salve auf die Waffensysteme. Und wir wurden von einem Ionenwerfer getroffen. Das hat gerade so blau geblinkt hier. Aber das ist egal. Der ist jetzt eh Geschichte. Aber ja, Ionenwerfer sind recht praktisch, weil sie halt Systeme kurzfristig ausschalten können. Und die können sehr schnell schießen. Also 3 Treibstoff, eine Drohne und 20 Schrott. Sehr schön. Sprung. Wir würden gerne... Oh, ich könnte noch nach da oben hinspringen, dann da hinspringen, dann da hinspringen. Das müsste zeitlich... Das wird zu knapp. Und ich weiß nicht, ob wir von da nach da springen können. Also springen wir lieber dahin. Und wieder eins Rebel Scout. Das sofort versucht zu fliehen und es macht seinen Tarnantrieb, Tarnvorrichtung an. Das ist eine böse Kombination. Weil er hatte jetzt schon genug Zeit, um seinen Antrieb einigermaßen zu laden. Ich hoffe, man braucht genauso lange wie wir. Also schießen wir gleich mit allem, was wir haben, auf die Antriebe. Ausgeschaltet, sehr schön. Wow. Unsere eigenen Antriebe sind auch fast kaputt. Dann schießt doch mal bitte auf deren Waffensysteme. Und sobald sie getarnt sind, können wir auch nicht mehr unsere Laser aufladen. Es ist ja nicht nur Aufladen, es ist auch Zielerfassung. Und sobald das Ziel weg ist, hält es halt an. Deswegen ist die Tarnvorrichtung sehr praktisch. Zumal man, während man getarnt ist, auch selber seine Waffen aufladen kann. Kostet aber halt 150 Scrap, was ja schon eine ganze Menge ist. So, eine Rakete, eine Drohne, 13 Scrap und du gehst mal reparieren. Und du hilfst dem Mantis, der kennt sich da nicht aus. So. Noch irgendwo vielleicht ein Feuer, das wir übersehen haben? Nö. Aber schön, dass die Kamerasysteme ausgeschaltet sind. Wir haben ja eh keine. Nee, sieht alles gut aus. So, du wieder zurück auf Posten. Du wieder zurück auf Posten. Du wieder zurück auf Posten. Und dann machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder. Bis dann.